Hallo Sunny, danke für deine Frage und ich finde es erstmal super nett von dir, dass du das für deinen Freund fragst, weil dich das Thema wahrscheinlich gar nicht interessieren wird, aber das ist selbstlos und so muss man in der Freundschaft zusammenstehen. Ja, Thema Alkohol ist eigentlich recht interessant, weil diese Frage häufig kommt und das so ein bisschen das ist, wo sich keiner genau sicher ist, wie es funktioniert. Ich möchte dazu gerne ein paar Sachen sagen. Wenn du eine einfache Lösung haben willst, klar, es gibt Alkohole, die haben keine Kohlenhydrate. Also wenn du Alkohol trinken willst, trink am besten Wodka, Gin, Whisky, Cognac oder Tequila. So, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und hast keine Kohlenhydrate. Dann gibt es mittlerweile eigentlich alles, was du für Mischgetränke brauchst, auch in Zero. Das heißt, du kannst einen Gin Tonic trinken. Du kannst einen Wodka Red Bull trinken oder was auch immer und einfach die Zero-Variante und du bist da. Und damit wäre dieses Video eigentlich schon abgeschlossen. Aber es geht ja um die Ketose und in der Ketose sind einige Dinge anders. Wie du natürlich weißt, ist Alkohol ein Gift für deinen Körper. So, und das wichtigste Entgiftungsorgan in deinem Körper ist die Leber. Die Leber hat aber auch in der Ketose den Sinn, gerade deine Ketonkörper herzustellen. Und jetzt kollidieren zwei Dinge miteinander. Zum einen, deine Leber soll Ketonkörper herstellen. Auf der anderen Seite möchte sie dich aber auch gerne entgiften. Und da das Wichtigste für deine Leber ist, dich am Leben zu halten, geht das Entgiften immer vor. Was dann im Augenblick passiert, ist, dass sie aufhört, Ketonkörper herzustellen. Sie kümmert sich in dem Augenblick nur noch um das Zellgift. Sie sagt, sorry Ketonkörper, ich meldet euch später, ich kümmere mich jetzt erstmal komplett darum, dieses Gift aus dem Körper loszuwerden. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viel du trinkst. Wenn du wenig getrunken hast, wenn du ein Glas oder zwei an dem Abend hattest, Gläschen, nicht Gläser, dann wird das kein Problem sein. Wenn du natürlich jetzt den ganzen Abend durchgezecht hast, kann es sein, dass deine Leber bis am nächsten Tag zu tun hat und es kann dich selbst bei null Kohlenhydraten komplett aus der Ketose rausschmeißen, weil dein Körper halt aufgehört hat. So, dann passieren viele Dinge auf einmal. Erstmal kann es sein, dass selbst wenn du wenig Alkohol getrunken hast, es dir am nächsten Tag richtig schlecht geht, weil dein Körper ja keine Energie mehr hat. Du hast ihm keine Kohlenhydrate gegeben, das heißt, er kann damit nichts anfangen, aber er kann auch keine Ketonkörper mehr herstellen, dein Körper hat gar nichts mehr in Energie. Und das haben vielleicht schon mal Leute erlebt, die zwei Gläser Wein getrunken haben und halt anfällig dafür sind. Das bedeutet, die Leber musste mit diesem Zellgift umgehen, musste es abbauen, es war keine Energie da und ihr habt das Gefühl gehabt, ihr habt eine ganze Nacht durchgesoffen. Das kann in der ketogenen Ernährung schon mal passieren, weil wie gesagt, die Leber macht immer nur eins und das ist das Wichtigste, dich am Leben halten. Als kleinen Tipp, als kleinen Hack kann ich dir nur geben, wenn du wirklich was trinken willst und du willst die Belastung für die Leber möglichst niedrig halten, dann guck, dass du dreimal oder viermal destilliertes Alkohol bekommst. Wodka zum Beispiel ist häufig schon dreifach destilliert. Das ist einfach etwas reiner für deine Leber und geht etwas besser durch und du kannst damit die Belastung etwas runterhalten. Wie viel du genau trinken kannst, das kann ich dir leider nicht genau sagen. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt Leute, die trinken eine Flasche Wodka und alles ist gut. Andere trinken ein Glas Wein und das war's. Die nächste Frage ist natürlich, was mit Weinen oder Bieren ist und wie berechnet man das? In der modernen Forschung rechnet man im Prinzip relativ einfach. Pro Glas, also ein 0,2er Glas, das ist eine Einheit, rechnest du 5 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, hast du 4 Gläser, hast du eigentlich deinen Soll erreicht. Sehr viel mehr darfst du nicht zu dir nehmen. Dann kommt halt noch das dazu, was du gegessen hast und dann musst du dir überlegen, ob du es schaffst, in der Ketose zu bleiben oder nicht. Ich hoffe, Sunny, dein Freund hat alle Informationen bekommen, die er brauchte. Falls nicht, ruhig nochmal hier drunter schreiben und wir sehen uns im nächsten Video.